Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster gedämpfte Schwingung Grenzwert. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden uns jetzt den Grenzwert einer gedämpften Schwingung genauer anschauen. Wir haben hier eine gedämpfte Schwingung, wo das nte Folgenglied e hoch minus 0,25 mal n das Ganze mal Cosinus von Pi mal n ist. Und wir haben bereits gesagt, dass wir erwarten würden, dass hier der Grenzwert gleich 0 ist. Wir wissen jetzt auch schon genau, was das bedeutet. Der Grenzwert ist 0, wenn wir für jedes positive, noch so kleine Epsilon ein Folgenglied finden können, sodass ab dem Folgenglied dann alle Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung von 0 liegen. Zum Beispiel, wenn wir Epsilon gleich 0,2 haben, was wäre dann das entsprechende n? Wenn ich mir zum Beispiel das sechste Folgenglied ausrechne, das wäre 0,22. 0,22 ist weiter entfernt von 0 als 0,2 und somit liegt das nicht in der Epsilon-Umgebung von 0 für das gegebene Epsilon. Wenn ich mir das siebte Folgenglied ausrechne, das wäre minus 0,17. Minus 0,17 ist weniger weit entfernt von 0 als 0,2 und somit befinden wir uns in der Epsilon-Umgebung von 0. Und weil die Amplitude immer kleiner und kleiner wird, können wir dann folgern, dass ab dem siebten Folgenglied alle Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung von 0 liegen, für Epsilon gleich 0,2. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn uns jemand ein Epsilon größer 0 gibt, wie finde ich im Allgemeinen das dazugehörige n? Ich möchte natürlich nicht ewig herumprobieren müssen. Für ein sehr kleines Epsilon könnte das n auch sehr groß sein oder vielleicht überhaupt nicht existieren, falls ich keinen Grenzwert habe. Naja, was ich möchte, ist, ich möchte ein n finden, sodass das nte Folgenglied und auch die darauffolgenden Folgenglieder weniger weit entfernt von 0 sind als Epsilon. Das bedeutet, dass ich möchte, dass der absolute Wert von e hoch minus 0,25 mal n, das Ganze mal Cosinus von n mal pi, kleiner Epsilon ist. Wenn ich mir jetzt diesen Ausdruck hier anschaue, Cosinus nimmt immer nur Werte zwischen minus 1 und 1 an und macht somit den absoluten Wert hier höchstens kleiner. Und somit genügt es zu haben, dass e hoch minus 0,25n kleiner als Epsilon ist. Ich kann hier den absoluten Wert auslassen, weil ja die Werte von e hoch x immer positiv sind. Und jetzt löse ich diese Ungleichung einfach für n. Ich benutze den natürlichen Logarithmus. Das kann ich machen, weil beide Seiten positiv sind. Und ich bekomme das minus 0,25 kleiner als der natürliche Logarithmus von Epsilon sein muss. Das Ungleichheitszeichen ändert sich nicht, weil ja der natürliche Logarithmus stetig steigend ist. Hier habe ich das n ausgelassen. So, jetzt dividieren wir durch minus 0,25 und wir bekommen das n größer als der natürliche Logarithmus von Epsilon durch minus 0,25 sein muss.
Wenn n größer als diese Zahl ist, dann ist der absolute Wert vom n-ten Folgenglied kleiner als Epsilon.